nur wenige Nachteile hat. Auf dem Highway ist dieses kleine Elektroauto noch nicht unterwegs. Momentan dient noch der Gemeindepark in Kitzsee als Testgelände. Karl Millesitz, der Konstrukteur, erprobt hier die Geländegängigkeit und Wendigkeit seines Fahrzeuges. Seit 1988 arbeitet der gelernte Kfz-Mechaniker an seinem Elektromobil. 500.000 Schilling und 15.000 Arbeitsstunden hat in seine Entwicklung investiert. Karl Millesitz wollte bereits seit seiner Jugend Autos bauen. In den 80er Jahren waren es möglichst schnelle. Heute ist es ein umweltfreundliches Elektroauto. Auf viel Verständnis ist er mit seinem Projekt noch nicht gestoßen. Man wird eigentlich als Spinner und Verrückter hingestellt, das aber eigentlich sehr gut ist. Weil einer, der nicht spinnt, der macht eigentlich sowas nicht. Muss eigentlich verrückt muss sein, das zum Durchhalten. Das Auto wird von zwei 2000 Watt Motoren angetrieben. Die Energie kommt aus einer Hochleistungsbatterie, die eine Reichweite von 80 Kilometern und 40 km/h ermöglicht. Die Konstruktion ist einfach und erlaubt einen vielseitigen Ausbau des Autos. Das Besondere ist, dass ich ein Baukastenkonzept gewählt habe, um das Fahrzeug rasch und billig zu produzieren. Das Baukastenkonzept ist da so wenig verschiedene Teile wie möglich. Das ist die Besonderheit und auch die Zusammensetzung von den Komponenten, Motoren, Getriebe, Steuerung, dass man eine Vielfalt von Verwendungszwecken heraus bekommt. Und so soll das E-Mobil aus Kitzsee einmal aussehen. Benötigt werden zur Realisierung aber noch die Geldgeber. Das Fahrzeug soll im Nah- und Stadtverkehr zum Einsatz kommen. Der Konstrukteur denkt noch an eine Spezialversion für den Golfsport. Obwohl die Argumente, die für Elektroautos sprechen, einleuchtend sind, mangelt es aber noch am Interesse dafür bei den Autofahrern. Na, es bemühen sich sehr viele Autokonzerne, solche Autos herzustellen, aber ich glaube, der Grund ist immer noch der Mensch, weil sie einfach nicht benutzen will. Und er möchte halt dasselbe mit einem herkömmlichen PKW erreichen und das ist nicht möglich. Er muss anfangen umzudenken. Bei uns im Ort habe ich halt so gesehen, da fahren die Leute mit Pferdekutschen spazieren, das hat sicher einen ganz bestimmten Grund. Die haben angefangen zum Umdenken, die fahren spazieren, haben viel Zeit zum Nachdenken, da sparen sie einen Psychiater.